Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Seien Sie ganz herzlich willkommen, Sie hier in diesem schönen Studio, übrigens nur ganz wenige Minuten entfernt vom Studio Babelsberg, das ja heute unser großes Thema ist. Dieses wichtigste, größte, schönste und auch vor allem älteste Filmstudio Deutschlands mit einer riesigen, auch sehr widersprüchlichen Geschichte. Die wollen wir Ihnen heute vermitteln, Ihnen hier im Studio eben, aber natürlich auch auf AlexTV, wo Sie uns ja gerade sehen oder eben, wenn Sie den Livestream sehen, sich dazugeschaltet haben, dann ebenfalls hallo und herzlich willkommen. Diese Sendung ist eine Co-Produktion, zum einen eben von diesem wunderbaren Medieninnovationszentrum zusammen mit den Schülerinnen und Schülern des Babelsberger Filmgymnasiums. Und die haben sich dieses Thema auch wirklich selbst gesucht. Sie wollten also erzählen, was hier in Babelsberg geschehen ist. Im Verlauf dieser sehr, sehr langen Zeit, im Verlauf all dieser Jahre, sind hier große, wichtige Filme entstanden, aber auch Propaganda. 5 politische Systeme haben hier ihre Filme gedreht. Manches hat Ewigkeitsbestand, manches war auch nur gedreht für die schnelle Unterhaltung. Auch das gehört ja zum Kino. Ich fand es schon sehr interessant, dass gerade die jungen Leute gesagt haben, wir wollen mehr wissen, wir wollen erfahren, was ist hier geschehen. Und das werden Sie auch nachvollziehen können, also diese Recherchen heute im Verlauf dieser Stunde. Ich darf schon mal einen hier begrüßen, der eben beteiligt war eben an dieser gesamten Vorbereitung. Übrigens ein ganzes Jahr lang hat man hier gearbeitet, sehr intensiv und sehr liebevoll. Bitte einen ganz herzlichen Beifall jetzt für den Mann, der hinter der Kamera hier zu uns nach vorne kommt. Alexander Wunsch an der Kamera 1. Hallo, willkommen. Hallo. Eben vom Filmgymnasium. Alexander, gab es dann so ein Hauen und Stechen? Also ich will unbedingt dabei sein oder wie war das bei euch? Also es wurden alle Filmschüler aus der 10. Klasse in diese Fernsehsendung eingebunden. Das heißt, wir alle haben die Einspieler geplant, die komplette Sendung, die Dekoration und sich auch hier im Studio mit der Technik auseinandergesetzt. Und alle sind eben vertreten. Wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, genau. Wie man merkt. Jetzt liegt das ja im Prinzip vor der Haustür für euch, dieses Studio. Man kommt vielleicht auch jeden Tag daran vorbei. Aber wie waren jetzt so eure Erfahrungen, plötzlich dann auch auf das Gelände zu gehen, mit den Leuten zu reden? Gab es da Neues, Überraschendes? Wie war das für euch? Also es war natürlich nochmal was anderes, das von der anderen Seite sozusagen zu sehen. Und es sind auch nachher in den kleinen Filmen, die wir vorbereitet haben, sehr viele überraschende Momente für uns dabei gewesen. Du erwähnst ja schon kleine Filme, das hat ja auch eine Tradition bei euch. Das ist die dritte Zusammenarbeit hier mit dem Zentrum. Es gab schon 2012 einen Film, den hast du auch mitgebracht. Warum sollten wir uns den jetzt unbedingt nochmal ansehen? Das ist ja kein neuer Film. Ja, der Film zeigt die Anfänge. Wie ging es überhaupt los? Wie kam das Gelände hier zustande? Und ich finde, da könnten wir jetzt gleich mal reingucken. Genau, 1912, die Gründung von Babelsberg. Thank you.
So hat also alles begonnen. Wir haben es gerade gesehen mit dem Glashaus, weil man ja mit Naturlicht möglichst drehen wollte und musste auch. Deshalb konnte man das dann abhängen und verschiedene Lichtstimmungen erzeugen. Das ist alles in diesem Film sehr schön beschrieben worden. Du, Alexander, hast ja sogar eine persönliche Beziehung, eine familiäre zum Studio. Genau, ja, mein Opa, der hat 40 Jahre lang bei der DEFA gearbeitet. Ja. Der hat 1951 angefangen in der Modelltischlerei und hat dann 20 Jahre später in der Trickabteilung begonnen. Und dort hat er Modelle für Filme hergestellt, würde man heute so Bühnenbild oder Special Effects nennen. Und ja, da hat er zum Beispiel den Zauberstab von dem kleinen Muck gemacht. Da habe ich euch auch noch ein Foto mitgebracht dafür. Schauen wir uns mal an. Das ist also der Zauberstab, der Originale, der damals verwendet wurde, der eine wichtige Funktion hat auch für den Muck. Ich weiß übrigens zufällig, weil ich den kleinen Muck, den Darsteller kannte, der inzwischen schon gestorben ist, dass der originale Stab verschwunden war irgendwie. Man hat ihm aber einen neuen geschnitzt und er hatte einen zu Hause, also als Replik, als Kopie des Werkes deines Großvaters. Da war er sehr stolz drauf und sehr dankbar dafür. Er hat auch bei anderen Filmen mitgemacht, auch utopische Filme mitgestaltet. Ja, er hat zum Beispiel auch Raketen gebaut für den Film Elomer. Und hat die dann, die sind total klein eigentlich, aber die in dem Film sehen die dann riesengroß aus und hat eben sehr viele Filme dort noch weiter rumgebastelt. Die große Handwerkstradition, die am Babelsberg auch so wichtig ist, eben auch von deinem Großvater eben mitgeprägt worden. Jetzt haben wir ja gesehen den Anfang von Babelsberg, also die Gründungsurkunde, wenn man so will. Beginnt mit Asta Nielsen, Totentanz, 1912, ein Film, den man vor einiger Zeit auch wiedergefunden hat. Der war ja verschollen, hat ihn rekonstruiert. Ihr habt aber auch weitererzählt. Ja, genau. Ich habe zusammen mit Julian und mit Luis habe ich einen kleinen Film noch vorbereitet, wo wir auf das heutige Studio Babelsberg gegangen sind und haben dort in dem kleinen Tonfilmmuseum zusammen mit Uli Illing ein kleines Interview geführt und er hat uns ein bisschen was erzählt, wie es überhaupt der Ton und der Film eigentlich da nach Babelsberg dann noch weitergekommen. Wie ging es weiter sozusagen? Ja, also nach der Gründung dann die weitere Geschichte. Werden wir jetzt sehen in eurem Film. Freue ich mich schon drauf. Dir erstmal vielen Dank bis hierher und du gehst jetzt auch gleich wieder dann an die Kamera 1 und drehst dann hier weiter. Dankeschön, Alexander. Wir befinden uns hier im kleinen Tonfilmmuseum Studio Babelsberg, wie wir offiziell heißen. Museum ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist ja mehr ein kleiner Traditionsraum, der an die lange Geschichte von Studio Babelsberg, der Filmstadt Babelsberg, erinnern soll. Er soll auch daran erinnern, an die Leute, die nicht nur vor der Kamera gestanden haben, sondern auch an die Leute, die dafür gesorgt haben, dass überhaupt erstmal ein Bild und vor allen Dingen ein Ton aufgenommen werden konnte. Also die Techniker, die Kameraleute, die Tonleute. Und da haben wir eine lange Tradition. Wenn wir an die Gründung der Filmstadt Babelsberg erinnern, kommt der Name Guido Seber sofort, denn er war derjenige, der hier dieses wüste Gelände zum ersten Großfilmstudio der Welt gemacht hat. Ohne dass er das so gleich wollte, aber es ist so geworden. Es existiert bis heute. Aber wir haben auch noch weitere Traditionen, gerade wenn es um die Tonfilmtechnik geht. Wir haben ja eben ein Tonbild hier gesehen. Diese Tonbildtechnik kam so etwa 1903 auf. Und zu den Pionieren, zu den ersten Pionieren gehörte Guido Seber, aber vor allen Dingen Oskar Mester. Ja, mit diesem Phonographen hat unser ältester Gründervater Oskar Mester ja sein erstes Tonfilmkino in Berlin betrieben, worauf wir sehr stolz sind, unsere Tradition. Ich freue mich ganz besonders, dass es in Potsdam jetzt ja seit einer geraumen Zeit auch mal Straßennamen nach diesen berühmten Technikern, also Oskar Mester, Guido Seber gibt. Das war lange Zeit nicht so, denn sie haben ja dafür gesorgt, dass wir heute hier Filme machen, schon seit über 100 Jahren.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich in Drewitz, einem Stadtteil von Potsdam, der in den 1980er Jahren mit diesen Wohnblöcken bestückt wurde. Und die Stadtverordneten haben damals beschlossen, die Straßennamen nach Filmkünstlern zu benennen, die hier in der Nachbarschaft in Babelsberg gearbeitet haben. Hinter mir ist zum Beispiel die Hans-Albers-Straße. Hans Albers war ein Volksschauspieler in der Ufer, einer der höchstbezahlten Schauspieler. Er verkörperte unter anderem, und den kennen Sie sicherlich alle, Münchhausen. Rechts von mir ist der Guido-Seber-Weg. Über ihn erfuhren Sie gerade in dem vorherigen Beitrag einiges Wissenswertes. Links von mir ist die Konrad-Wolf-Straße. Konrad Wolf war, einige sagen, der bedeutendste DEFA-Regisseur. Er hat gemeinsam mit seinem Autor Wolfgang Kohlhase unter anderem Ich war 19 realisiert, indem er seine Kriegserfahrung verarbeitet hat, oder den sehr schönen Gegenwartsfilm Solo Sunny 1980, der den Glücksanspruch einer jungen Frau und Sängerin in den Fokus nahm. Viele der Künstler, die hier mit Namen verewigt wurden, dazu gehören auch Asta Nielsen, Wolfgang Staudte, der den ersten Nachkriegsfilm Die Mörder sind unter uns realisiert haben. Von vielen dieser Künstler bewahrt das Filmmuseum Materialien in seinen Sammlungen, die wir in Ausstellungen präsentieren, die in Publikationen einfließen oder die eben ganz allgemein für die Nutzung bereitstehen. Eben haben wir Sie noch gesehen in Drewitz. Jetzt ist sie hier bei uns, Dorette Molitor. Erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo. Leiterin eben der Sammlung des Filmmuseums Potsdam. Wir haben ja auch einen kleinen Blick schon reinwerfen können. Mhm. Was ist denn das Besondere an diesem Museum, auch verglichen eben zum Beispiel mit Berlin oder Frankfurt am Main, wo ja auch große Filmmuseen sind? Oh, das Besondere, also das Filmmuseum Potsdam ist das älteste Filmmuseum in Deutschland, und es ist natürlich gegründet worden, weil hier die großen Studios sind, von denen ja schon die Rede war. Und es gab eine ganz spannende Vorgeschichte zur Gründung des Filmmuseums, weil die Straße sollte eigentlich eine sozialistische Magistrale werden unter Ulbricht noch. Und es hat auch mit der Stadtschlossgeschichte zu tun. Und es haben sich dann aber ein paar Kulturleute, unter anderem Jochen Mückenberger, dafür stark gemacht, dass der Marstall und im Marstall eben ein Filmmuseum eröffnet wurde. Und das war 1981. Mhm. Also das ist der schöne alte Marstall. Eigentlich das letzte Stück original erhalten von diesem Schlosskomplex. Genau. Damals eben schon sehr schön saniert worden. Was wären jetzt gute Gründe, zu euch zu kommen? Vielleicht so mit der ganzen Familie zu sagen, wir fahren da mal hin am Wochenende. Also wir haben ja ein Doppelangebot von Ausstellungen und von Kinoprogrammen, wo auch Kinderfilme natürlich laufen und Filme quer durch die Filmgeschichte, durch die deutsche Geschichte, die natürlich auch korrespondieren zu den Ausstellungen. Mhm. Es gibt eine ständige Ausstellung, die die Filmgeschichte von Babelsberg erzählt, von 1912 bis in die Gegenwart, und zwar durch die Stufen der Filmproduktion. Die ist ähnlich angelehnt, es ist jetzt die vierte Dauerausstellung, wie die alte Uferlehrschau. Der Autor sitzt vor dem leeren Blatt und muss sich eine Geschichte ausdenken. Wir wissen, Film hängt immer von guten Geschichten ab, bis zur Filmpremiere, die ganzen Stufen der Filmproduktion durch. Dazu gibt es immer Wechselausstellungen, die durch verschiedene Themen der Weltgeschichte und deutschen Filmgeschichte berühren. Und zurzeit haben wir, wie ich finde, eine sehr schöne Ausstellung zum Szenenbild. Das Szenenbild spielt ja kaum in der Rezeption, in der Filmgeschichtsschreibung eine Rolle, ist aber extrem entscheidend für die Entstehung von Filmen, weil Szenenbildner entscheiden und die Entwürfe machen für die Sets, also die Charakterhöhen, in denen sich die Protagonisten bewegen, die ja die Geschichte transportieren. Und das wird meistens, wenn man sich mit Leuten unterhält, aus dem Film rausgeht, der Regisseur, der Schauspieler, vielleicht noch der Kameramann. Mhm. Ja? Ja. Aber wer die Sets baut, in denen die Geschichte erzählt werden, ob on location oder im Atelier, die kommen kaum vor. Also es ist eine große, wie ich hoffe, erhellende Hommage an dieses Gewerk. Was ja hier in Babelsberg wirklich eine große Rolle spielt. Das ist eine wunderbare Ausstellung, auch wieder für die ganze Familie mit vielen schönen Modellen. Ich glaube, es sind noch einige dabei, die der Opa gebaut hat von Alexander, von diesem wunderbaren utopischen Film. Dorette, das ist ganz klar, dass die Nähe zum Studio für euch prägend ist, aber auch für das ganze Land, für Brandenburg, ist natürlich Babelsberg ein ganz wichtiger Kulturort. Deshalb wäre in diesem Jahr auch das Themenjahr hinter den Kulissen. Da habt ihr auch gemeinsam gearbeitet, auch ihr eben zusammen mit den jungen Leuten vom Filmgymnasium, und habt da auch richtig einen Film drehen lassen. Ja, es wurde ein Teaser gedreht, der durch die Ausstellung führt, und ich glaube, der ist ganz spannend geworden. Und den schauen wir uns jetzt auch an. Thank you.
Alles nur Kulisse. Filmräume aus der Traumfabrik Babelsberg. Bis zum 4. Dezember lade ich Sie ganz herzlich ein, die Ausstellung im Filmmuseum Potsdam zu besuchen. Was für ein schönes, liebenswertes Werk für euch ganz konkret. Und was bedeutet das jetzt so auch im Zusammenhang mit dem Kulturjahr? Also für diesen Blick hinter die Kulissen? Das war ein ganz witziges Zusammentreffen. Als die Kuratoren diese Ausstellung konzipiert haben, haben wir uns auf diesen Titel Alles nur Kulisse, weil es hat ja mit Kulissenbau, es hieß ja bei der DEFA auch Dekorationsbau, heißt das auch heute noch, kann man auf der Website des Studios Art Department nachlesen. Es geht um große Dekorationen und Kulissen. Und dann kam dieses Themenjahr, da dachten wir, wow, das passt ja super zusammen. Es ist einmal natürlich eine monetäre Angelegenheit. Geld, wir brauchen Geld. Wir müssen immer, wir können die Ausstellung nur mit Drittgeldern auch finanzieren. Und es strahlt natürlich über die Marketing-Schiene hinaus. Ne? Also es wird eingebunden in die Stadtmarketing-Schiene. Ganz kurz, ihr sammelt natürlich Kostbarkeiten, haben wir auch schon gehört. Von welchem Nachlass träumst du vielleicht? Oder Vorlass, wenn man versucht, die Leute vorher schon zu überreden. Gebt uns eure Schätze, wenn die noch leben, gibt es ja auch. Oh Gott, da fragst du mich. Da gibt es ganz viele Namen. Also schon aktuell Leute, die hier drehen in Babelsberg. Also ich träume von ganz vielen. Und das soll auch so bleiben. Ja. Ich hoffe, dass alle deine Träume wahr werden. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Dies war Dorette Molitor vom Filmmuseum in Potsdam. Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, 5 politische Systeme waren hier tätig, natürlich auch die DDR. Und zwar, wenn wir jetzt den gesamten Zeitraum sehen, war die DEFA hier am stärksten vertreten, hat hier am intensivsten gearbeitet. Etwa 700 Filme sind hier entstanden. Eine große, sehr vielfältige Produktion war das, natürlich auch mit all den Widersprüchen des Landes und der Produktion. Wir schauen uns jetzt mal so ganz kurz die DEFA-Geschichte an, hier in Babelsberg. Die DEFA war mein Leben. Und zwar 50 Jahre Leben, ja. Fort mit den Trümmern und was Neues aufgebaut. Mit den wenigen verbliebenen Fachkräften gelingt in kürzester Zeit die Wiederaufnahme der Filmproduktion in Babelsberg. Die DEFA war ein Staatsunternehmen. Das heißt, die DEFA war seit Beginn der 50er Jahre ein volkseigener Betrieb, der vom Staat finanziert wurde. Das heißt, der Staat, ich rede jetzt mal nur vom Spielfilmstudio, der Staat gab Geld für eine gewisse Anzahl von Spielfilmen. Das waren etwa 30 Millionen Mark im Jahr. Davon konnten etwa 15 Spielfilme gedreht werden. Und weil der Staat als Produzent auftrat, als Geldgeber, hatte er natürlich auch den Anspruch, mitzureden, welche Spielfilme dort entstehen, welche Themen dort gemacht werden und in welcher Form das geschieht. Film Nummer 1, Szene Nummer 1, Aufnahmetag Nummer 1. Eine Massenszene aus dem Staute-Film Die Mörder sind unter uns mit Hildegard Knef in der Hauptrolle. Am 17. Mai 1946 berichtet der Augenzeuge von der Gründungsfeier der DEFA in Babelsberg. Als Vertreter der sowjetischen Militäradministration überreicht Oberst Tulpanow die Lizenz an die Direktoren der DEFA. Bis zum Beginn der 50er Jahre hatte die DEFA bereits über 40 Kinospielfilme produziert. Aufbauwille, Tradition und handwerkliches Können alter und junger Fachleute des Films prägen die Aufbruchsstimmung. Und die dunklen Punkte waren, wenn Kollegen verschwanden. Viele gingen weg, vielen wurden die Filme verboten, manche brachten sich um. Das waren schon dunkle Zeiten. Ja, die Premiere von Paul und Paula war natürlich auch so ein kompliziertes Ding. Wir haben schon gestaunt, dass wir den Film überhaupt zu Ende machen können, nach den Erfahrungen mit Russenkom. Hat aber geklappt. Und ich fahre am Tage der Premiere zu Herrn Jeckel vom Progress, also vom Filmverleih, und sage, ich möchte meine Karten abholen für heute Abend. Die Karten kannst du haben, aber ob der Film heute Abend läuft, weiß man nicht. Ich sage, ach, läuft der Film gerade? Hat der Filmminister? Nein. Erich Honecker soll den Film sich selber angeguckt haben und soll gesagt haben, na, lass den Film doch aus. Und so ist der Film, hatte der Film seine Premiere. Aber im Kino saßen alles einarmige Menschen. Die haben nicht geklatscht. Nur die letzte Reihe. Da waren unbestellte Menschen da und die haben geklatscht.
In 46 Jahren ihres Bestehens hat die DEFA hier über 700 Kinospielfilme produziert. Mitarbeiter in 104 verschiedenen Berufen arbeiteten hier, in guten wie in schlechten Zeiten, an Filmen, die ein großes Publikum erreichten. Regisseure, Autoren, Schauspieler wechselten auf die andere Seite der Mauer oder blieben. Arbeiteten weiter, resignierten, fingen neu an. Niemals frei von politischer Einflussnahme entstanden dennoch immer wieder fantasievolle und engagierte Filme in Babelsberg. Das Ende der DEFA habe ich dann schon ein bisschen bedauert, weil ich fand, dass man der DEFA nach der deutschen Vereinigung durchaus noch ein bisschen mehr Zeit hätte geben sollen, um sich zu stabilisieren, auch als DEFA, und um ihr dem Studio die Möglichkeit zu geben, mit DEFA-Regisseuren, also mit Regisseuren, die dort schon immer gearbeitet hatten, vielleicht auch Stoffe zu bearbeiten, die ein bisschen mit der Vergangenheit der DDR und auch der Vergangenheit der DEFA zu tun hatten. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt. Also insofern bleibt von der DEFA dann doch ein zwiespältiges Gefühl zurück. Auf der einen Seite große Filme, wichtige Jahre, wichtige Jahrgänge, in denen spannende, auch gesellschaftsrelevante und gesellschaftskritische Filme entstanden sind. Auf der anderen Seite aber auch kleine Filme im negativen Sinne. Es gibt ja auch kleine Filme im positiven Sinn, kleine Filme im negativen Sinn, und Jahre, in denen ein großer Schematismus und eine große Engherzigkeit geherrscht hat und in diesen Zeiten kaum künstlerische Meisterwerke entstanden, sondern diese Filme heute höchstens noch als Zeitdokumente von Interesse sind. Aber auch mit diesen Zeitdokumenten geht die DEFA-Stiftung um und versucht, durch diese Zeitdokumente einen Blick auf diese schwierigen Zeiten zu werfen. DEFA-Filme sind präsent in unserer Erinnerung, natürlich, die Leute, die diese Filme gesehen haben. Sie sind präsent im Fernsehen, wo sie immer wieder gezeigt werden. Natürlich auch im Kino, im Filmmuseum Potsdam zum Beispiel. Da sind immer wieder DEFA-Filme zu sehen. Und sie sind verfügbar, jedenfalls doch eine ganze Reihe inzwischen, auf DVD. Und das verdanken wir einer Firma, die heißen Eistorm. Und dies ist der Geschäftsführer Daniel Marti. Erstmal herzlich willkommen, Daniel. Hallo. Schön, dass du da bist. Und zwar, daran erinnere ich mich auch sehr gut, das ging sehr schnell. Also dass Eistorm also nach der Wende da war, als Firma eben anfing mit der Vermarktung. Erstmal natürlich mit so Highlights, bestimmte Filme, die jeder erstmal haben wollte, auf VHS damals noch. Wie kam das eigentlich, dass gerade diese Firma mit diesem interessanten Namen, auch Eistorm, dann das Geschäft übernommen hat? Ja, also erstmal muss man ja prinzipiell dazu sagen, Eistorm ohne DEFA würde es gar nicht geben. Also tatsächlich war die DEFA auch der Gründungsgrund der Eistorm. Und wie die Eistorm letztlich zur DEFA kam, ist schon eine etwas zufällige Geschichte, aber auch so ein bisschen so eine typische 90er-Jahre Ost-West-Geschichte. Mein Gesellschafter und auch der Gründer der Eistorm, der Gerhard Sieber, eigentlich gebürtiger Bayer, hatte schon Anfang der 90er mit der Verwertung von DEFA-Filmen zu tun für einen anderen deutschen Vertrieb und hat das ziemlich erfolgreich gemacht. Und dann hat sich, als sich dann im Laufe der 90er-Jahre sozusagen der rechtliche Rahmen rund um den DEFA-Filmstock entwickelt hat und dann sozusagen überhaupt die Grundlage geschaffen worden ist, dass der Stock ausgewertet werden konnte, im Prinzip die Kino-, TV- und Videorechte zunächst an die auch gerade frisch gegründete, privatisierte Progress Filmverleih GmbH ging. Suchte dann eben dieser Progress Filmverleih 1997 einen Videovertrieb. Und da erinnerte man sich an Gerhard Sieber und sprach ihn an. Gerhard war zu der Zeit, arbeitete und lebte in Amerika und hat sich dann wirklich ziemlich kurzfristig dazu entschieden, zurück nach Deutschland zu kommen, dort eine Firma zu gründen, nämlich Eistorm, und fing dann sofort im ersten Jahr an, auch ziemlich erfolgreich mit der Vermarktung, was nicht selbstverständlich war Ende der 90er, weil es gab Mitte der 90er war der Leumund, was die DEFA betrifft, jetzt auch nicht nur positiv, und es gab auch nicht wenige, die der Eistorm jetzt nicht eine
zu lange Verweildauer, ja. Prophezeiten. Ich war durchaus auch skeptisch, muss ich zugeben. Genau. Einfach auch wegen dieser Geschichte, diesem Hintergrund, von dem du gesprochen hast. Mhm. Es ist ja auch nicht ein ganz normales Filmerbe. Es ist ein Kulturerbe, auch mit all den Widersprüchlichkeiten, haben wir gerade gehört. Ich meine, man kann damit auch nicht nur marktwirtschaftlich umgehen. Ja, wir versuchen immer irgendwie beides hinzubekommen. Auf der einen Seite ist natürlich wichtig, dass wir auch unseren Beitrag dazu leisten, dass diese, dass überhaupt die Filme verfügbar sind. Versuchen dann die Filme sozusagen durch hoffentlich interessante Hintergrundinformationen und so weiter zu unterstützen. Versuchen aber natürlich schon auf der anderen Seite auch durchaus den kommerziellen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. Bei ihm auch Begleittexte einordnen, erklären, worum es da geht. Jetzt haben wir ja gerade gehört, es ging mit VHS los, logischerweise. DVD inzwischen, Blu-ray, wie wird es weitergehen? Also neben der Blu-ray auch ziemlich stark, gerade natürlich der Digitalmarkt, der auch in den nächsten Jahren natürlich noch stärker kommen wird. Wir sind auch recht stolz darauf, dass das auch im Digitalmarkt, also im Prinzip auf allen relevanten Plattformen, findet der DEFA-Film mittlerweile auch statt. Mhm. Also das sind vielleicht so die drei Säulen, DVD, Blu-ray, Digitalmarkt. Absoluter Renner in den letzten Jahren. Was war der Hit? Naja, natürlich Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Verkauft sie auch Weihnachten wahrscheinlich immer wieder, ganz wunderbar. Also generell die Märchenfilme, muss man sagen. Ja. Also da ist ja wirklich, also der Zuspruch legt eher zu jedes Jahr, was dann auch wirklich ein Indikator dafür ist, dass ja auch immer wieder neue dazukommen. Ne? Daniel Martin, Geschäftsführer von Eisdorm, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und wir haben es gerade gehört, Eisdorm sorgt eben dafür, dass DEFA-Filme verfügbar sind, dass wir sie noch sehen können. Darunter natürlich auch das Erbe eines Mannes, der wurde vorhin von Dorette Molitor schon bezeichnet als der wohl wichtigste DEFA-Regisseur, nämlich Konrad Wolf. Da gebe ich ihr völlig recht. Er war der größte, der bedeutendste Regisseur. Sein Name ist immer noch wichtig. Er ist auch hier sehr präsent im Babelsberg. Filmhochschule, damals HFF, eben Konrad Wolf, und sie heißt noch immer so, auch die Filmuniversität. Und die ist wiederum sehr wichtig für die Schüler und Schülerinnen dieses Filmgymnasiums. Logischerweise, das ist ja ihre Zukunft, da wollen sie ja vielleicht mal hin. Und deshalb sind sie da hingegangen und haben sich umgesehen. Schauspiel, Medienwissenschaft, Filmmusik, Montage, digitale Medienkultur, Animation, Drehbuch und Dramaturgie, Szenografie, Regie, Sound, Filmkulturerbe, Produktion, Kamera. Mein Name ist Johannes Schubert und ich studiere Produktion im Bachelor. Und in unserem Studiengang ist es so, dass wir die Kreativen unterstützen, ihre Visionen umzusetzen und alles möglich zu machen. Ich bin Katharina und ich studiere digitale Medienkultur. Wir beschäftigen uns analytisch mit allem rund um digitale Medien. Das bedeutet mit ihrem Hintergrund, wie sowas entsteht, geschichtliche Bedeutung, aber auch ihrer Produktion. Was wir da im Studiengang machen, ist, dass wir einerseits Filme montieren, aber wir beschäftigen uns auch ganz stark mit der Dramaturgie und dem Aufbau von Geschichten und versuchen immer, die Charaktere und Figuren in eine bestimmte Entwicklung reinzubekommen. Ich studiere Szenografie an der Filmuniversität Babelsberg, weil ich es spannend finde, einem Inhalt einen Raum zu geben und vielleicht auch gleichermaßen von der anderen Seite her zu gehen und überlegen, welche Räume beinhalten welche Themen. Und der Medienwissenschaftler versucht herauszufinden, was denn die Medien theoretisch auch mit uns machen, im Zusammenhang zum Beispiel mit Kommunikation. Wir kommunizieren durch Medien, durch WhatsApp, und was verändert das denn zum Beispiel? Verändert das die Kommunikation auf irgendeine Art und Weise? Man muss unfassbar viel reflektieren in diesem Studium. Man hat unfassbar viel mit sich selber zu tun. Und das kann sehr unangenehm sein, aber das kann auch sehr bereichernd sein. Ich studiere Filmmusik hier im Masterstudiengang. Was den Studiengang auszeichnet, soweit ich das beurteilen kann, ist zum einen wird hier das Handwerk eines Filmkomponisten unterrichtet, aber zum anderen wird hier auch Wert gelegt auf individuelle Präferenzen, sage ich jetzt mal. Also es wird hier, glaube ich, sehr darauf geachtet, eine Persönlichkeit, eine musikalische Persönlichkeit auszubilden, was mir sehr zusagt. Wir sind kleine Gruppen.
Das ist schön, weil man viel besser ins Gespräch miteinander kommt. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Richtungen. Also wir haben im Bachelor alle was anderes studiert. Deswegen bereichern wir uns irgendwie so ein bisschen gegenseitig mit anderen Perspektiven. Wir organisieren ein eigenes Filmfestival, was großen Spaß macht, das Sehsüchte-Filmfestival. Ich finde den Studiengang sehr interessant, weil man sehr viel praktisch arbeiten kann, aber auch auf der anderen Seite die ganzen theoretischen Sachen lernt. Wir sind eine sehr kleine Gruppe von Studierenden, sehr international zusammengewürfelt, sodass wir, wenn wir fertig sind, ein recht kleiner Pool an Spezialisten in einem sehr speziellen Feld eben der Vermittlung von filmkulturellen Erbe sind. Ich bin hier in Babelsberg gelandet, weil man Montage nicht an so vielen anderen Unis studieren kann und mir das Haus schon seit einigen Jahren als gute Adresse für Filmschnitt bekannt ist. Für die Uni Konrad Wolf habe ich mich entschieden, weil hier einfach sehr großer künstlerischer Schwerpunkt ist und man deswegen alle Sachen machen kann, die man gerne möchte. Warum ich hier bin, es klingt jetzt ein bisschen billig vielleicht, aber tatsächlich auf Empfehlung. Also man hat mir mal in einem Gespräch unter Komponisten gesagt, also wenn man Filmmusik machen möchte, dann geht doch nach Babelsberg und deswegen bin ich hier. Hier passiert viel, hier hat man viel Inspiration und weil auch die Uni sehr viel Geschichte trägt. Als ich diesen Standort gesehen habe und die Filmuniversität, war für mich ganz klar, dass ich hier studieren möchte. Das liegt einerseits an dem Standort Babelsberg und andererseits natürlich auch an der Nähe zu Berlin und dem kreativen Pool, der hier quasi herumtollt. An der Filmuni selber studiere ich eigentlich, habe sehr lange mich überall beworben, weil sie mich letztendlich genommen haben, weil ich mich aber auch hier sehr wohlfühle, weil ich in Berlin seit 10 Jahren wohne und natürlich auch woanders hingegangen wäre, aber Potsdam trotz allem meine erste Wahl war. Julia Diebel ist die Pressesprecherin der Filmuniversität. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist. Schön, und dass ich da sein darf. Ja. Reden kann. Du hast ja gerade diesen Eindruck bekommen. Hammer, ich bin total begeistert. Ich möchte den Film auf jeden Fall haben, weil ich also denke, das hätten wir selber gar nicht so gut hingekriegt, wie die jungen Leute das hier gemacht haben. Ganz, ganz, ganz toller Film, der die Hochschule wirklich super darstellt. Wenn man sich da bewerben will, also das wollen ja vielleicht die einen oder anderen, die diesen Film das auch gemacht wir haben. Doch, ja. Was muss man mitbringen? Was ist die Voraussetzung? Zunächst mal eine ganz große Liebe zum Film. Also so dieses, ich möchte mir irgendwas mit Medien machen, das ist vielleicht eine gute Grundeinstellung, aber dann sollte man sich konsequent darüber Gedanken machen, wo wird es hingehen, in welches Gewerk. Und ja, da muss man konsequent dranbleiben einfach, ja, und dabei bleiben. Und natürlich die Aufnahmebedingungen sind nicht gerade einfach. Da muss man sich vorbereiten und vielleicht frühzeitig zum Tag der offenen Tür kommen und mal schauen, worauf es denn wirklich ankommt. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied? Ihr wart ja im Frühjahr Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf, jetzt Filmuniversität. Konrad Wolf, ist das nur ein anderer Titel? Es ist nicht nur ein anderer Titel, es ist aber auch kein harter Schnitt. Das ist im Prinzip, sage ich immer, die logische Konsequenz dessen, was immer schon da war. Wenn man das mal aus studentischer Sicht betrachtet, viele kommen her und sagen, ja, ich möchte Filme machen, aber eben nicht nur. Es sind auch ein ganz großer Anteil der, die sagen, nee, ich möchte die Bewegtbildmedien einfach verändern, ich möchte Impulse setzen, ich möchte neue Dinge entwickeln. Je nach Gewerk ganz unterschiedlich. Ich möchte neue Technologien entfinden, ich möchte neue Technologien, die es am Markt gibt, mit neuer Narration irgendwie untermauern. Und es wurde schon immer viel geforscht. Das stößt bei unseren Professoren und Professorinnen, die natürlich auch forschen, offene Türen ein. Die Studierenden werden frühzeitig unterstützt, ihre Forschungsideen umzusetzen oder werden frühzeitig in Forschungsprojekte eingebunden. Das gab es also schon immer. Neu ist in der Tat, dass die Universitätswerdung oder der Universitätsstatus Möglichkeiten auch finanzieller Natur eröffnet. Das heißt, wir dürfen uns um Forschungstöpfe bewerben, was wir vorher nicht konnten. Und Forschung ist natürlich immer mit Geld verbunden. Wir haben jetzt eine Forschungsreferentin, die die Studierenden auch dabei unterstützt. Die Anträge sind ja entsetzlich, die man stellen muss. Und
die hat Zeit und kennt sich aus. Genau, sie kennt sich aus. Genau. Was bedeutet euch eigentlich diese Nähe zum Studio? Hat die Einfluss auf eure Arbeit? Ist ja anders als in Berlin zum Beispiel. Also die Akademie, die Filmakademie hat das eben nicht, ein Studio vor der Haustür. Natürlich hat das Einfluss. Zum einen ist es das Ambiente. Ist ja auch schön in dem Einspieler klar geworden, dass Studierende auch hierher kommen wegen der besonderen Lage zum Studium. Ja. Zum anderen ist es auch eine ganz praktische Zusammenarbeit. Also gerade auch Szenografie kam ja heute auch schon zur Sprache. Die Szenografiestudios sind in Projekte des Studios eingebunden. Und ja, ich würde mal sagen, nicht nur die Nähe zum Studio, aber auch insgesamt zum Medienstandort. Ja. Es haben sich ja rund um das Studio auch ganz, ganz viele andere Firmen angesiedelt. Das ist für unsere Studierenden toll, weil es den Übergang vom Studium in die Arbeitswelt erleichtert. Man kann frühzeitig Kontakte knüpfen und die Atmosphäre atmet einfach nicht nur Filmgeschichte, sondern auch gelebten Film. Vielen Dank, Julia, für den Besuch hier bei uns. Julia Diebel, die Pressesprecherin der Filmuniversität, war das. Dankeschön. Interessanterweise, und das ist ganz logisch eigentlich, seit der Wende habt ihr natürlich auch noch viel mehr internationale Studenten aus der ganzen Welt, Studierende, die sich bewerben, die dort studieren wollen. Das ist auch ein Ergebnis eben der großen Umwälzungen seit 89. Was sich damals ereignet hatte, was für große Umbrüche es eben gab, das schauen wir uns jetzt an. Ich war das erste Mal im DEFA Filmstudio in den 70er Jahren, erstaunlicherweise, also lange noch bevor die Mauer gefallen ist, also während der Mauerzeit, habe ich einen Film vorbereitet für Peter Lilienthal. Der Film heißt David und wir wollten in Ostberlin drehen, also war es ganz klar, dass wir eben auch mit der DEFA ins Geschäft kommen wollten. Waren sehr angetan von den Leistungen, also von den handwerklichen Leistungen, von den Studio-Werkstätten. Und ja, und das Besondere war eben dann, dass der Film auf der Berlinale 79 welturaufgeführt wurde und hier den hier stehenden Goldene Bären gewonnen hat, ja, als bester deutscher Film. Also ich kann sehr gut beschreiben, wie die Situation war, nachdem also die Mauer gefallen ist und die DEFA Studios, das war ja also ein staatlicher Betrieb, sollten eben privatisiert werden. Und weil es ja praktisch in einem normalen Gesellschaft gar kein staatliches Filmstudio gibt. Und ich war also, oder sagen wir mal, alle Berliner Produzenten, und ich hatte ja den Kontakt auch mit der DEFA, also auch mit der Direktion. Wir haben zusammen überlegt, wie man das am vernünftigsten machen kann, dass also einmal die Geschichte der DEFA erhalten bleiben kann und die ganzen Filmschaffenden, die ganzen Künstler, dass die nicht von einem Tag auf den anderen auf der Straße stehen. Also waren ja, glaube ich, mindestens 1500 festangestellte Leute, also auch in den technischen Betrieben und so weiter, und dass man da also eine gute Lösung findet. Die Idee war, zusammen mit den Filmschaffenden, also mit den Schauspielern, den Autoren, den Regisseuren, den Kameraleuten, den Szenenbildern und so weiter, also mit den ganzen Gewerken, eine Art Kooperation zu machen und dass die Leute das Studio selbst übernehmen. Also dass es praktisch privatisiert wird, aber der Betrieb und so weiter, ähnlich wie United Artists, also was die Amerikaner ja mal gemacht haben, dass also die Filmschaffenden ein eigenes Studio gegründet haben, und ähnliche Sachen gab es auch in Ungarn, wo die von ungarischen Filmregisseure und die Künstler also eben auch einen Studiobetrieb hatten. Das war die Idee, und ich saß da mit am Konferenztisch und habe ihm vorgeschlagen, dass wir ein Kuratorium bilden, also sozusagen also als Führungsgeschichte mit freischaffenden Künstlern, eben aber auch Maler, Musiker, die nicht unbedingt jetzt nur Filmleute, sondern die eben einfach in beiden Teilen, im Osten und im Westen, irgendwie einen Namen hatten und eben für einen kulturellen Hintergrund sorgen sollten. Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten, und da hat sich sehr schnell ergeben, dass innerhalb der Gemeinschaft, also im Studio gab auch, glaube ich, so ein Filmkunstclub,
dass die Leute untereinander sehr misstrauisch waren, dass sie zerstritten waren, dass sie eben auch bespitzelt waren, dass sie teilweise waren eben Leute verboten und teilweise konnten Leute arbeiten und so weiter. Also es war ein sehr schlechtes Klima untereinander und es war klar, dass man das so nicht umsetzen werden kann. Und dann hat es eine Initiative gegeben, die Peter Fleischmann und Volker Schlöndorff, die beide in Frankreich studiert hatten, in Paris als Filmregisseure, die haben in Frankreich dann einen Investor gesucht, das war eben General Dessau, diese Wasserwerke, aber die zur Vivendi-Gruppe gehören, dass die sich da engagieren. Und da ging es also darum, dass das eben mindestens ein 10-Jahres-Vertrag der Käufer gebunden ist an das Studio, dass es ein Studiobetrieb ist und dass also mindestens irgendwie die Hälfte aller Filmschaffenden dort auch eine Jobgarantie hat. Also eben so ein paar soziale und Auflagen, dass mir das gesichert war, dass das Studio eben bleibt. War eine sehr bewegte Zeit mit heftigen Umbrüchen. Und gestaltend damals dabei war der damalige Geschäftsführer, und zwar von 1997 bis 2004. Herzlich willkommen, Gerhard Bergfried. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen, hallo. Hallo. Aus einem Staatsbetrieb mit vielen Festangestellten, Tausenden sogar, dann eben einen Betrieb zu machen, der marktwirtschaftlich fit ist, der funktioniert auch in der Marktwirtschaft, war ein sehr schmerzlicher Prozess. Was haben Sie so ganz persönlich, mal ganz allgemein erstmal, so viel Erinnerungen an diese Zeit? Ja, also die ersten, es waren ja ursprünglich mal 2000 Mitarbeiter. Mhm. Als ich 1997 dazukam, waren es noch in der Liga 350. Und auch da gab es aber immer wieder schmerzliche Einschnitte. Bis wir dann da waren, wo das Studio heute ist, das sind jetzt noch etwa 100, 120 Mitarbeiter. Das größte Problem war zum Beispiel, es gab keine Filme, also mussten sie das Art Department Hotels sanieren und so eine Sachen. Also es musste Arbeit gefunden werden außerhalb des eigentlichen filmschaffenden Bereiches. Und ich erinnere mich an ein Weihnachtsfest, eine Weihnachtsfeier, wo mal ein Mitarbeiter zu mir sagte, warum drehen wir nicht einfach wieder Filme? Wenn es so einfach wäre, nicht? Wenn es so einfach wäre. Herr Bergfried, aber was war denn jetzt die Grundidee? Wir haben auf der einen Seite, um das nochmal ganz klar zu sagen, wissen auch vielleicht nicht mehr so viele Leute, bei der DEFA im Prinzip alle fest angestellt. Alle künstlerischen Gewerke, Dramaturgen, Drehbuchautoren, die waren alle fest angestellt. Was war jetzt die Grundidee? Was macht man daraus? Ja, das Prinzip ist natürlich immer im Westen sozusagen gewesen, dass alle kreativen, freie Mitarbeiter sind. Ja. Wir haben aber sehr früh auch gesehen, dass das Art Department eine besondere Rolle spielt. Es gibt internationales Lob von Production Designern für das, was hier gemacht wurde. Und so kam eigentlich die Idee, wir haben keinen Staat mehr, der die Filmproduktion stützt oder bezahlt. Eine Anlehnung an Sender wie Studio Hamburg oder Bavaria war nicht zu sehen. Dafür war der RBB ein bisschen klein. Damals noch der ORB sogar, damals, der Ostdeutsche Rundfunk. Ja, SFB und ORB. Ja. Dann war eigentlich die Schlöndorffsche Idee, mit Fleischmann zusammen war, europäischen Film hier in den Studios zu machen. Da haben sie aber die Rechnung ohne die Franzosen gemacht, die das als Compagnie Générale des Eaux durchaus mit unterstützt haben. Aber da war der französische Kulturminister nicht so richtig mit einverstanden. Deswegen gab es also Förderungen für Frankreich und dann verlief das hier im Sande. Und damit waren die Franzosen dann mehr oder weniger auch wieder raus. Aber lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz zurückschauen. Als Sie eben noch hier waren, wir haben es auch gerade in dem Beitrag gesehen, haben Sie ja investiert durchaus. Wir waren alle skeptisch, dachten uns, Wasserwirtschaft, was werden die hier schon tun? Ja. Sind da noch Folgen da? Sind da Spuren noch zu sehen von dem Engagement? Natürlich. Also ich meine, das Studio, so wie es heute aussieht, wer es früher kennt, der weiß, ich habe immer gesagt, das war Wildost. Also staubige Straßen, nichts Festes. Die gesamte Infrastruktur an Kabel, Wasser, Kanalisation und all der Kram
ist erneuert worden. Schlöndorff hat immer mal gesagt, er ist der Hausmeister des Studios, weil in seiner Zeit ist das ja letztendlich alles gemacht worden. Aber die Ergebnisse sieht man im Grunde heute noch. Das Studio würde nicht so aussehen, wenn die Franzosen nicht, also netto 500 Millionen Euro heutzutage investiert hätten. Da kam natürlich noch mal Förderung dazu. Auch das Hightech Center, das also hier im Bild zu sehen ist, Effekt Center, das silberglänzende alles Gebäude, alles Folgen dieser Investitionen. Sind Folgen dieser Sache, vielleicht mit ein bisschen zu frühen Perspektive von Fleischmann, was das mal werden könnte. Aus heutiger Sicht kann man sagen, okay, die Idee war nicht schlecht, sie war zu früh. 2004 wurde dann das Studio verkauft, und zwar an die Herren Wöpken und Fisser. Und was daraus geworden ist, schauen wir uns jetzt an. Aber vorher herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Eike. Herzlich willkommen im Studio Babelsberg. Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Studiotour und stelle euch die wichtigsten Personen des Studios eigentlich vor, nämlich den Eigentümer und Vorstandsvorsitzenden Charlie Wöpken, den Geschäftsführer vom Art Department Studio Babelsberg, der die ganz tollen Kulissen hier baut im Studio, Michael Düvel, und den Robert Krüger, unseren Chefkunstmaler, einer der wichtigsten kreativen Köpfe des Studios. Also komm mit! Also hier befinden wir uns in Teilen vom Set von Bridge of Spies, ein Spielberg-Film. Und wir sehen hier die Mauer, ein paar Panzersperren. Das sind alles Dinge, die wir hier im Studio angefertigt haben, speziell für diesen Film. Diese Panzersperren hier zum Beispiel, die eben sehr nach Stahl und Rost aussehen, sind in Wirklichkeit bemaltes Polystyrol. Und die Mauer selber ist auch kein Stein. Aber das ist eben bei uns so gefordert, dass viele Sachen müssen leicht sein, transportabel und auch herzustellen schnell. Ne? Wir stehen hier im Set von Anonymous. Das ist hier ein tolles Beispiel für anspruchsvollen Kulissenbau. Wir haben dieses Set auch danach noch für andere Produktionen verwenden können. Und das zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass wir hier sehr aufwendig auch in der Tiefe ausgebaut haben. Das heißt, die digitale Kamera sieht heute alles. Und insofern können wir uns nicht nur auf den Nahbereich konzentrieren. Die zusätzlichen Möglichkeiten in der digitalen Produktion sind, dass wir durch Hintergründe, durch Greenscreen-Ergänzungen uns eigentlich an jeden Ort der Welt bewegen können und auch so hier diese Kulisse für Anonymous dann also in das England des 17. Jahrhunderts versetzen konnten. Ja, Babelsberg in den letzten 10 Jahren hat sich enorm entwickelt durch internationale Co-Produktionen. Und wir hatten das erste Projekt, das nach Babelsberg kam, war Aeon Lux, eine Paramount-Produktion mit Charlize Theron in der Hauptrolle. Kurz danach kam die erste Warner-Filmproduktion, V for Vendetta, nach Babelsberg. Das war schon mal für uns wichtig, um einen guten Start zu haben, denn es war nicht einfach am Anfang. Und dann ab 2007 haben wir ein Fördersystem gekriegt, den Deutschen Filmförderfonds, der es noch attraktiver gemacht hat, für internationale Produktionen nach Babelsberg zu kommen. Und heute stehen wir besser da als vor 10 Jahren, kann man auf jeden Fall sagen. Aber wir kämpfen natürlich damit, dass wir auch von den Anreizsystemen her mithalten können mit anderen europäischen Ländern. Das ist unsere größte Aufgabe im Moment. Das ist eigentlich wichtiger, als mit den Filmemachern selbst zu sprechen. Wir haben ein kleines, schlagkräftiges Team, das schon viele Jahre dabei ist. Henning Mohlfenter leitet bei uns den kompletten Production Service für große internationale Co-Produktionen. Der war vorher auch schon 10 Jahre lang in Hollywood auf diesem Gebiet tätig und hat eine große Erfahrung. Michael Düvel leitet bei uns den Kulissenbau und das Art Department und bringt auch enorme Erfahrungen mit, auch aus der Zeit vor Babelsberg. Und ansonsten haben wir noch im Vorstand meinen Partner Christoph Fisser, mit dem ich dieses Projekt vor 12 Jahren angefangen habe, und unseren Finanzvorstand Marius Schwarz und mich. Und nicht zuletzt, und das ist das Gesicht unseres Studios, Eike Wolf, der die Unternehmenskommunikation und das Marketing leitet. Das ist so das Kernteam, mit dem wir nach außen auftreten. Ja, das größte Highlight ist, muss ich natürlich einen Film nennen. Und da bin ich am Schwanken zwischen 2 Filmen, nämlich zwischen Grand Budapest Hotel, weil dieser Film
4 Oscars gekriegt hat und vor allem auch einen Oscar für Production Design und für die Ausstattung. Und das ist eigentlich das, wofür Studio Babelsberg steht. Das sieht man auch auf der Leinwand. Oder Inglourious Basterds mit Quentin Tarantino. Und ich glaube, ich würde mich für Inglourious Basterds entscheiden, weil da kam noch dazu, dass wir eine fantastische Premiere bei den Cannes Filmfestspielen hatten, die ich nie vergessen werde. Und gerade haben wir ja gehört, vom Chef persönlich bezeichnet als das Gesicht Babelsbergs. Was schön, das kann mir ja nicht passieren. Schön, dass du bei uns bist. Eike Wolf ist Hallo. Der Pressesprecher des Studios. Herzlich willkommen. Freue mich. Du hast uns auch gleich, dafür schon mal vielen Dank, eine Kostbarkeit mitgebracht. Liegt wahrscheinlich im Tresor bei euch. Nur du kennst die Geheimzahl, um da ranzukommen. Das ist euer offizielles Gästebuch? Das ist unser offizielles Gästebuch. In das lassen wir jetzt schon seit circa 12 Jahren die großen Filmemacher eintragen, die bei uns tätig sind. Ich muss auch sagen, nicht nur die Schauspieler, da die Hollywood-Celebrities, sondern uns ist natürlich auch wichtig, dass wir die Kameraleute, die Produktionsdesigner, die Leute wirklich hinter der Kamera dort reinschreiben lassen. Wir schauen auch gleich mal rein. Wenn das voll ist, dann geht es wahrscheinlich auch ins Filmmuseum in Potsdam. Die werden sich da sehr darum bemühen, das zu bekommen. Ja, wird schon. Was finden wir denn da zum Beispiel? Ich traue mich gar nicht, das aufzumachen. Das ist dein Job. Ja, es sind jetzt hunderte Einträge. Ich habe mal so ein paar rausgepickt. Eins der schönsten Einträge ist mit Sicherheit das, obwohl er kein Filmemacher ist. Er ist, glaube ich, ein sehr guter Fotograf, aber kein Filmemacher, ist das von Karl Lagerfeld, der einen großen Werbefilm bei uns gedreht hat. Und er hat ein wunderschönes Bild von Marlene Dietrich und Brigitte Helm aus Metropolis gemalt. Dazu den Spruch, wo sind Brigitte und Marlene? Back in Babelsberg, für mich sind sie die Symbole und haben Babelsberg nie verlassen. Also man hat ihm angesehen, dass er wusste, es war auch in der Marlene Dietrich Halle wirklich. Und man hat ihm angesehen, dass er sehr berührt war, auch dort zu arbeiten. Wo Marlene den Blauen Engel gedreht hat. Absolut, ja. Also einen der wichtigsten deutschen Filme überhaupt. Ja. Wen haben wir noch? Dann haben wir natürlich Quentin Tarantino, mit dem wir Inglourious Basterds gedreht haben, der auch gesagt hat bei seinem allerersten Besuch, als er ins Studio kam, wo ist die Marlene Dietrich Halle? Ja, und er kam dann wirklich rein und hat uns erzählt, welche Filme dort gedreht worden sind. Und das ist für uns natürlich auch als Studio, insbesondere bei den Amerikanern, sehr wichtig. Oder merkt man, wie stark diese Marke ist. Ja, also für viele deutsche Filmemacher, sage ich mal, ist das die Mittelhalle oder eine leere Halle. Aber für die ist das wirklich oft ein heiliger Ort. Ja, und wir können dann auch die anderen 19 Studios zeigen, aber so einer wie Quentin Tarantino oder auch Clooney, die sagen, nee, ich möchte mein Motiv bitte in der Marlene Dietrich Halle gebaut haben. Ja. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Motiv, überhaupt hierher zu kommen. Insofern ist die Filmgeschichte dann eben auch für euch marktwirtschaftlich schon wichtig. Ne? Sie ist auch international, also muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es ist schon für viele internationale Filmemacher ein großer Traum, einmal in Babelsberg zu arbeiten. Ja. Ne? Zeig uns noch was. Zeig uns noch was, genau. Wen wir noch haben, ist natürlich ein Freund des Studios, Matt Damon, mit dem wir jetzt schon 4 Filme gemacht haben. Eben die 3 Bourne-Movies. Ja. Und jetzt Monuments Man, der wirklich auch viele Freunde bei uns hat. Also der kommt wirklich aufs Studio und fragt nach irgendwie Kulissenbauern oder irgendjemanden aus der Crew. Dann natürlich George Clooney. Thanks, guys. It was a blast. Also Hammer. Ich möchte auch nicht nur, jetzt zeige ich wieder nur Männer. Wir haben natürlich auch weibliche Filmemacher, die große Isabella Rossellini, die wir hier haben, die übrigens mit Chicken with Plums schon den 2. Babelsberg-Film gedreht. Also sie war schon mal Anfang der 90er war sie schon hier mit Anthony Hopkins einen Film hier gedreht. Genau. Großartig. Also das ist schon mal sehr eindrucksvoll. Investiert ihr auch weiter? Du hast ja die Handwerker eben auch gerade wieder erwähnt. Die haben also eine neue Berliner Straße gebaut. Wir hatten schon mal eine hier, vor der Haustür übrigens. Die war dann abgedreht, wie man so schön sagt. Man sah die in jedem deutschen Film. Irgendwann war auch gut. Stehen jetzt andere Häuser drauf. Ihr habt aber eine neue Straße gebaut. Und wie die entstanden ist, ist eindrucksvoll dokumentiert worden. Genau. Wir haben jetzt innerhalb von 4 Monaten einen neuen Straßenzug gebaut. Oder insgesamt 4 Straßenzüge auf 15.000 Quadratmetern. Damit hoffen wir auch insbesondere internationale Produktionen eben anzulocken, weil wir glauben, das ist einfach ganz wichtig auch für einen Filmstudio-Komplex, auch aufgrund der Erfahrung der alten Berliner Straße. Mhm. Und ich freue mich, dass auch die Schüler vom Babelsberger Filmgymnasium dazu einen Trailer auch produziert haben. Und wir haben uns jetzt sogar entschieden, dass wir das Material auch für den internationalen Trailer nutzen. Also wir werden diesen Film dann auch mitnehmen und in Hollywood präsentieren bei den US-Studios, um damit eben neue Projekte zu akquirieren. Und ich glaube, wir gucken uns hier natürlich jetzt mal an. Natürlich, ein eindrucksvolles Werk. Das sehen wir uns jetzt an.
sehr eindrucksvolles Werk. Großartig. Das bringt mich zu meiner letzten Frage an dich, Eike. Also ist das Studio nun mehr, wir haben es davon gehört, in der Entwicklung ein Dienstleister oder ist es eben selber auch ein Filmproduzent? Wir sagen, wir sind Produktionspartner für deutsche und internationale Filmproduktionen. Und wir agieren, wir können sowohl als Produzent agieren oder ausführender Produzent, aber man kann natürlich auch einzelne Dienstleistungen wie Kulissenbau oder Ausstattung, Requisite, Kostüme von uns ordern sozusagen. Und da sind wir nur Dienstleister, genau. Und das wissen auch Stars, wir haben es gesehen, zu schätzen. Das wissen Stars und natürlich Regiegrößen wie Polanski und Tarantino, aber auch als Highlight noch aus dem Buch, jetzt haben wir gerade mit Tom Hanks Bridge of Spies gedreht, da reingeschrieben hat, Babel Spielberg, how's that for an idea? Steven Spielberg, höchst persönlich. Ist das die Zukunft. Das war nochmal die absolute Krönung. Okay. Herzlichen Dank dir, Eike Wolf-Anders. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ja. Das war's auch von uns hier, also unser Gang durch die Geschichte von Babelsberg, ein Blick in die Gegenwart und wir haben es ja gerade auch gehört, ein Blick in die Zukunft, denn das Studio Babelsberg ist eben nicht einfach nur ein Museum, ein Filmmuseum, das ist es durchaus auch, aber es ist natürlich ein lebendiges Studio, wo Filme produziert werden und wo man selbstverständlich versucht, große Künstler und Künstlerinnen hier nach Babelsberg herzuholen, wovon wir dann alle wieder was haben, denn der Ruhm, der strahlt dann in die ganze Welt hinaus. Ich bedanke mich sehr herzlich hier bei Ihnen, schön, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie so aufmerksam waren. Herzlichen Dank auch natürlich den Schülerinnen und Schülern vom Filmgymnasium, die das unheimlich professionell mit wahnsinniger Leidenschaft gestaltet haben. Euch herzlichen Dank, war ein großes Privileg und eine Freude, mit euch zu arbeiten. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen.